Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zum Baldur's Gate. Wir sind immer noch im Mantelwald, im Spinnengebiet unterwegs. Aber das haben wir ja zum Glück größtenteils aufgedeckt. Und wir haben Spinnenfluch für Minsk bekommen. Das ist, glaube ich, das beste Zweihandschwert, was es in... Oh, hallo Spinnis. Jetzt glaube ich das beste Zweihandschwert, was es in Baldur's Gate 1 gibt. So. Haben wir erstmal die großen Spinnen hier tot. Ja, sehr schön. Die sind ja durch Speichern und Laden respawned. Und jetzt gucke ich erstmal kurz, wie es so mit den Level-Ups aussieht. Du brauchst noch eine ganze Weile. Du brauchst noch... 1000, ja, 1700 mindestens 17.000, so was. Du brauchst noch viel mehr. Du brauchst noch 19.000, 18.000 fast. Bei dir geht's, du brauchst hier oben brauchst du 7.000, hier unten brauchst du 10.000, 17.000 ist auch nicht so wenig. Du brauchst 23.000 und du brauchst 15.000. Da steht sie mit ihren... Ja, sie braucht 12.000 noch. Steht sie eigentlich ganz gut da mit ihren 12.000. Andere brauchen mehr. So, wir gucken uns jetzt erstmal hier oben um. Zum Glück habe ich hier alles frei gemacht schon. Dann können wir sicher vorwärts gehen, ohne dass wir in Fallen treten. Oder auch nicht. Ja, gut. Was wollt ihr? Hier lang! Zum Glück ist der Spinnenwald das einzige, der einzige Bereich, wo es solche Fallen gibt. Also dieser Teil des Mantelwaldes. Ja, sonst wäre das richtig garstig geworden. Was wollt ihr gut? Ja, und ich muss meine Party versammeln. Wer fehlt? Ja, hier. Schon erledigt. So. Ja, hier lang. Was? Gut. Gut, hier oben ist nur ein Fleckchen. Dann schauen wir uns doch da um. Ja. Gut. Weil wir müssen irgendwo gen Norden weiterziehen. Weil hier ist überall Küste, hier ist nichts. Hier war die Spinnenhöhle. Das sieht richtig aus wie ein Riesennest. Also das sieht wirklich unnatürlich aus, das Ding, als ob es ein riesiger Spinnenkokon wäre. Mich kümmert's hier lang. Oh, da liegt noch ein Ring. Nichts leichter als das. Von irgendeinem Waldschrat wahrscheinlich. Und Imoen ist in eine Falle getappt. Ich wollte eigentlich gerade gucken, wie viel Pfeile sie noch hat. Unter meiner Würde. Tina hier hat noch ein paar. Dann werden wir uns wahrscheinlich aus dem dritten Waldgebiet mal kurz zum freundlichen Arm zurückziehen müssen. Ah, hallo, Riesenspinne. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Den freundlichen Arm Zeug verkaufen, neues Zeug kaufen, neue Munition kaufen. So, weg mit der Riesenspinne und dann werden wir in den dritten Waldteil zurückkehren. So, ich hoffe mal, wir sind hier jetzt frei von Fallen. Ah, hier ist der Fluss. Oh, können wir hier auch irgendwo noch mal rum? Nein, können wir eigentlich nicht. Dann brauchen wir da lang auch nicht mehr zurückgehen. Weil das hier ist, hier oben sieht man den Fluss, der nachher hier so groß ins Meer mündet.
an der Stelle. Und hier hinten hatten wir den größeren Wasserfall, der da ins Meer mündet. Also zwei Flüsse, die das Gebiet abtrennen. Auch schön. Ein kleines Blumenwieschen. Hier war irgendwo die Netzfalle, die wir ausgelöst hatten. So. Mantelwald, die dritte. So, wir sind nah am Fluss. Nichts leichter als das. Das heißt, wir müssen wieder mal eine Brücke wahrscheinlich über den Fluss finden. Hallo, Schreckenswolf. Okay, ihr seid die stärkere Variante des Schreckenswolfes. Jo. Ihr seid die, die schön viele Erfahrungspunkte geben. Gleich mal 650, also etwas mehr als 100 pro Gruppenmitglied. Oh, und da steht jemand. Wer bist du denn? Eldorf. Im neuen Gebiet immer ein Quicksave machen. Verehrte Herrschaften, darf ich mich vorstellen? Ich bin Eldot Kron. Es erstaunt mich, in diesem Wald Wesen mit solcher Schönheit anzutreffen. Ihr seht allesamt recht müde aus, um nicht zu sagen völlig erschöpft. Wie wär's, wollen wir gemeinsam rasten? Ich würde euch gerne ein paar kleine Erfrischungen anbieten. Darf es vielleicht Bernsteinwein aus Bertusk sein? Nun ja, er sieht eigentlich wie ein Schurke aus. Also könnte es sein, dass wenn wir was trinken, er uns ausnimmt. Aber wir probieren es einfach mal. Ja, wir sind im Moment etwas durstig. Oh, ein sehr langer Text. Ich hoffe, dieser Trunk mundet euch. Etwas Besseres wird man schwerlich finden. Vermutlich fragt ihr euch, aus welchem Grund ich mich so freigebig zeige. Da steckt doch bestimmt mehr dahinter als bei der Herzensgüte, werdet ihr euch vielleicht denken. Nun, in gewisser Weise habt ihr nicht ganz unrecht. Wenn ich mir euch so ansehe, denke ich mir, das sind Leute, die nach Möglichkeiten suchen, sich das Leben angenehmer zu gestalten. Eventuell kann ich euch bei dieser Suche behilflich sein. Seht, es gibt da ein Mädchen, sie ist meine Geliebte. Ihr sinnlichster Wunsch ist es, der Obhut ihres Vaters zu entrinnen und ihr eigenes Leben zu führen. Ihr Vater Enter Silberschild, von dem haben wir ja schon gehört, in Berigost. Und zwar Kaldorn hat seine Tochter oder seinen Sohn gesucht. Ist einer der Herzöge von Baldur's Tor, wodurch die Erfüllung ihres Wunsches vor große Schwierigkeiten gestellt ist. Aber bei einem gewöhnlichen Mädchen aus der Stadt. Indes, mit eurer Unterstützung werden wir zum Wege bringen, sie der tyrannischen Umklammerung durch Enter zu entreißen. Der Witz an der Sache ist der, da wir sowieso davon ausgehen können, dass Enter uns verfolgt, können wir ihn um große Summen Geldes erpressen und müssen uns keine Sorgen machen, dass uns unsere Geisel entwischt. Du bist definitiv kein guter Mensch. Schließlich tun wir das alles nur für Sky. Wir müssen diesen Plan nicht unbedingt sofort zur Ausführung bringen. Ich werde euch so lange zur Seite stehen, bis dass eure zu Ende gebracht habt und ihr bereit seid, nach Baldur's Tor aufzubrechen. Immer nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Seid ihr immer so ekelhaft oder ist das einer eurer besseren Tage? Sucht euch einen anderen, der euch bei euren sinnlosen Intrigen hilft. Ihr lasst euch da eine fantastische Gelegenheit durch die Lappen gehen. Ihr seid so langweilig. Stört mich nicht, es sei denn, ihr hättet euch beim Vorschlag nochmal überlegt und wollt jetzt, dass ich euch begleite. Darüber können wir bei dem Becher Aloriat-Wein reden. Nö, ich will euch immer noch nicht besser kennenlernen. Mit solchem Gesindel machen wir keine Abkommen. Also der wird da die arme Frau nur ausnutzen, um von ihrem Vater Geld zu erpressen. Das ist widerlich. Da macht Talisa definitiv nicht mit. Und wenn sie ja gesagt hätte, hätten Imoen und Yahira ihr eins auf den Deckel gegeben. Was auch nicht schön gewesen wäre. Gorayen wäre auf eure Taten stolz. Genau.
Tagebuch stand nichts Neues deswegen. Wahrscheinlich, weil wir abgelehnt haben. Aber wir sollten auf jeden Fall den Herzog, wenn wir bei das Tor sind, dem Herzog davon erzählen. Dass sie mal vorhat, seine Tochter um den Finger zu wickeln und zu entführen und von dem Geld zu erpressen. Okay, hier ist schon mal Ende im Gelände. Hier geht der Fluss nämlich weiter. Da müssen wir hier irgendwo eine Brücke suchen. Ich schätze mal, da hier eine große Straße ist. Was ein bisschen komisch ist für den Mantel, weil das hier einfach mal so hinter den Bäumen versteckte Straße durchgeht. Ja, okay, ich nehme es zurück. Oh, Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Immerhin schleicht sich mal kurz an den Bären. Mag den Wald. Ja, ich weiß, dass Bo den Wald mag. Ja, was wollt ihr? Er geht schon mal etwas weiter von den Bären weg. Ja, ich hab genug davon. Während immerhin vorsichtig an den Bären vorbeischleicht. Wieder zurück. So, das dürfte genau dieser Teil des Waldes gewesen sein. Komm mir raus. Was? Beinahe unter meiner Würde. Und das Kreieren von Schwertern. Der Stoff aus dem Legende sind nicht wahr, Bo. Dann mal ab über die Brücke. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Ja, da ich befehle euch stehen zu bleiben, damit ich einen Moment mit euch sprechen kann. Das ist schon mal eine nette Begrüßung. Wer seid ihr? Was wollt ihr von uns? Ich heiße Laskal, ich bin Beschützer des Mantelwaldes. Ich möchte euch eine Frage stellen, bevor ich euch verlasse. Ich habe eine Botschaft für diejenigen, die dem Eisenthron dienen. Seid ihr zufällig ein Vertreter dieser Organisation? Wir haben mit dieser Gruppe des Bösen nichts zu tun. Wir sind eingeschworene Feinde des Eisentons. Ein Feind eines Feindes ist ein Freund. Meine Frage vorhin war nur eine Prüfung. Es freut mich zu erfahren, dass ihr euch gegen diese Organisation seid. Sie sind ein Fluch über diese Wälder, seitdem sie die alte Eisenmine der Zwerge wieder geöffnet haben. Und ich bin froh, euch zu kennen. Es wird euch hoffentlich gegen den Eisenthron helfen. Die Festung des Eisenthrons befindet sich im Osten. Ein Unverwundbarkeitstrank für Minsk. Ich hoffe mal, dass wenn der Kämpfer wieder aktiv ist, Talisa auch wieder Heldentränke trinken kann. Die könnten wir nämlich dann irgendwann gut gebrauchen. So, jetzt gehen wir aber erst einmal den Fluss hier nach. Oh! Du bist ein Höhlenbär. Die sind leider von Natur aus aggressiv. Aber vielleicht kann Witz ihn ja mal beruhigen. Nein, das hat leider nicht geklappt. Also alle draufhauen. Beinahe unter meiner Würde. Ich glaube, Höhlenbären sind auch schlecht gelaunt. Leider. Anders als Braunbären und Schwarzbären, denen wir vorhin begegnet sind. Auf der anderen Uferseite. Hey, wir haben das andere Ende des Flusses gefunden. Vielleicht kommen wir ja sogar noch durch das Gebiet hier durch, bevor wir zurück müssen nach Beri, nach zum freundlichen Arm, wenn wir Glück haben. Wir müssen uns aber auf jeden Fall hüten, weil es noch die Schattendruiden hier geben soll. Davor hat uns ja der Druide im ersten Gebiet gewarnt, den wir gegen die Wilderer geholfen haben. In die Richtung scheint nur Küste zu sein. Ja, da können wir nicht weitergehen. Oh. Wer bist denn du? Faldorn. Du siehst wieder wie eine Druidin aus oder eine Klerikerin mit der Keule. Fra-
Fragen wir einfach mal. Ich bin Faldorn. Ich suche Freiwillige, die dafür kämpfen, dass dieser Wald ein heiliger Ort bleibt.